143 Tote und 360 Verletzte. Es ist der größte Terroranschlag des Islamischen Staates seit langem, verübt vom Ableger ISPK. Warum greift er Russland an und wie groß ist die Terrorgefahr für Deutschland und Europa wirklich? Hallo und willkommen zur 34. Folge von Was jetzt die Woche. Es ist der 23. März, 19.55 Uhr bei Moskau. Ein weißer Renault hält vor dem Eingang der Konzerthalle Crocus City Hall. Um 20 Uhr soll hier ein ausverkauftes Konzert der Band Picnic beginnen. Mindestens drei unmaskierte Männer stürmen mit Kalaschnikow-Gewehren und in Tarnkleidung ins Gebäude. Am Empfang eröffnen sie das Feuer auf das unbewaffnete Wachpersonal und weitere Personen. 20.03 Uhr, die Angreifer erreichen das Auditorium. Sie schießen mit Sturmgewehren aus nächster Nähe auf die Konzertbesucher und setzen den Saal mit Benzinkanistern in Brand. 20.13 Uhr, die Angreifer kehren zum weißen Renault zurück und verlassen den Parkplatz. Kurz danach reklamiert der IS den Anschlag für sich. Der Anschlag sei Teil des tobenden Krieges mit den Ländern, die den Islam bekämpfen. Kurz nach dem Anschlag werden in einem Waldgebiet 11 Männer aus Tadschikistan von den russischen Sicherheitsbehörden gefasst und gefoltert. Unabhängige exilrussische Medien berichten von Videoaufnahmen auf Telegram, die zeigen, wie einem der Verdächtigen ein Teil des Ohrs abgeschnitten und anschließend in den Mund gesteckt wird. Vier der Männer im Alter von 19 bis 32 Jahren sollen geschossen haben. Sie werden dem Moskauer Bezirksgericht vorgeführt, mindestens zwei sind geständig. Diese vier Männer können mit den Videos des Anschlags identifiziert werden, weil sie die gleichen Kleider tragen. So eine Analyse der New York Times, die sich auf Social-Media-Profile und Bilder bezieht, die aus Russland durchgesickert sind oder veröffentlicht wurden. Erst 19 Stunden nach dem Anschlag spricht Putin zu seinem Volk. Warum attackiert der ISPK Moskau? Die radikalen Islamisten haben mit Russland mehrere Rechnungen offen. Die sowjetische Besetzung in Afghanistan bis 1989, die Kriege in Tschetschenien bis 2009 und natürlich Russlands militärisches Eingreifen in Syrien. Der Terroranschlag war nicht nur deshalb abzusehen. Anfang März meldet der russische Inlandsgeheimdienst FSB, er habe eine IS-Terrorzelle in Moskau neutralisiert. Noch am selben Tag warnt die US-Botschaft in Moskau den Kreml vor weiteren Anschlägen. Putin behauptet erst, ohne dabei Beweise vorzulegen, die Attentäter hätten Hilfe aus der Ukraine gehabt. Sie versuchten, sich zu verstecken und zogen in Richtung Ukraine, wo, nach vorläufigen Angaben, auf der ukrainischen Seite ein Fenster für den Grenzübertritt für sie vorbereitet worden war. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky kontert: Es ist offensichtlich, dass Putin und andere Drecksäcke nur versuchen, einen anderen Schuldigen zu finden. Am Montag bestätigt Putin dann: Wir wissen, dass das Verbrechen von radikalen Islamisten begangen wurde. Trotzdem müsse geklärt werden, warum die Terroristen zur ukrainischen Grenze unterwegs waren. Putin hält am Narrativ der mitschuldigen Ukraine also indirekt fest, vielleicht um von seinem eigenen Versagen abzulenken. ISIS, IS und Islamisten waren bis 2014, bis zur Krim-Annexion, die Hauptbedrohung, auch vom Kreml immer wieder bestätigte Hauptbedrohung für Terroranschläge in Russland. Und das wurde dann danach vernachlässigt. Die Kräfte sind in Richtung Ukraine gegangen. Es wäre ziemlich peinlich für Putin und die Sicherheitsdienste, wenn es jetzt tatsächlich Islamisten waren, wie es ja aussieht. Jens Siegert berichtet für uns aus Moskau. Was bedeutet dieser Anschlag für Putin? Er hat gerade mit den sogenannten Wahlen sein Image als der einzige Stabilitätsgarant neu gefeiert und gefestigt. Da passt so ein Anschlag, der blutigste übrigens seit über 20 Jahren, einfach nicht ins Konzept. Am Mittwoch wird dann bekannt gegeben, Russland untersuche, ob der Westen in den Anschlag involviert gewesen sein könnte. Putin, der kleine Verschwörungstheoretiker. Die islamistische Terrorbedrohung gilt aber nicht nur für Russland. Auch Westeuropa steht im Fokus. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt, von der Gruppe ISPK gehe derzeit auch in Deutschland die größte islamistische Bedrohung aus. Auf die Gefahr hier schauen wir gleich genauer. Aber erst widmen wir uns dem Islamischen Staat. Wie ist er organisiert und wie funktioniert der Ableger ISPK? Der IS geht aus einem Al-Qaida-Ableger im Irak hervor, der seinerseits nach der US-Invasion 2003 entsteht. Im Januar 2014 spaltet sich der IS von Al-Qaida ab
und startet im Frühjahr eine militärische Offensive. Dabei erobert die Gruppe weite Teile im Nordwesten des Irak und im Osten Syriens. Am 29. Juni verkündet der IS die Gründung eines Kalifats. Abu Bakr al-Baghdadi ist der Befehlshaber der Gläubigen und will damit das politische und religiöse Oberhaupt aller Muslime sein. In der nordirakischen Stadt Sinjar beginnt der IS einen Völkermord an den Jesiden. Männer und ältere Frauen werden getötet, Knaben als Kindersoldaten benutzt und Mädchen vergewaltigt und versklavt. Rund 10.000 Jesiden werden ermordet, über 7.000 Frauen und Kinder entführt. Rund 400.000 werden aus ihrer Heimat vertrieben. Zwischen 2017 und 2019 gelingt es der irakischen Armee, den USA, ihren Verbündeten und den lokalen Milizen das Kalifat des IS zu zerschlagen. Es gibt aber mehrere Ableger des IS, die in anderen Regionen aktiv sind, etwa in Afghanistan. Dort wird der IS ISPK genannt, Islamischer Staat der Provinz Khorasan. Weil die Islamistenmiliz Taliban hart gegen den ISPK in Afghanistan vorgeht, legt dieser den Fokus mehr aufs Ausland. Sucht euch einfache Ziele aus, heißt es in einem aktuellen Terroraufruf des ISPK. Es gelte, blutige Massaker in den Straßen Europas und Amerikas anzurichten, mithilfe von Sprengstoff, Brandsätzen, Fahrzeugen oder Granaten. 2023 werden in Österreich 3 Anhänger der Gruppe ISPK festgenommen, die Anschläge auf Weihnachtsmärkte geplant hatten. Zu Festnahmen kommt es auch in Deutschland. Bei einem Terroranschlag im Iran Anfang Januar gibt es viele Tote. Der IS hat den Anschlag in Moskau für sich reklamiert. Westliche Experten vermuten den ISPK als Drahtzieher. Erst gestern wurden 147 mutmaßliche IS-Terroristen in der Türkei festgenommen. Ich habe jetzt Yasin Musharbash neben mir sitzen. Herzlich willkommen, Yasin. Schön, dass du hier bist. Hi, hallo. Danke für die Einladung. Du bist Terrorismus-Experte bei Zeit Online und der Zeit und der stellvertretende Ressortleiter Investigativ. 2019 feierte die USA den Tod von IS-Chef al-Baghdadi und laut Donald Trump hieß es damals, damit sei der IS de facto besiegt. Also der IS ist überhaupt nicht am Ende. Das ist eine optische Täuschung, weil wir im Westen den IS in unseren Nachrichten immer dann besonders wahrnehmen, wenn er uns näher rückt, wenn er in Ländern zuschlägt, zu denen wir irgendeine Art von Verbindung haben, so wie das jetzt in Russland der Fall ist. Aber die Welt ist größer als das und wenn man die Stärke des IS wirklich richtig einschätzen will, dann muss man eben globaler drauf gucken und auch in Weltgegenden, die wir nicht täglich in den Nachrichten sehen. Unterscheiden sich denn die Art der Attacken, je nachdem, wo man sich aufhält? Total. Also wie der IS zuschlägt, ob in Form von Selbstmordattentaten oder wie wir das jetzt in Moskau erlebt haben, in Form von Kommandos, die sich danach versuchen zurückzuziehen und zu fliehen. Ob er ein Team ausschickt von Leuten, die er trainiert hat oder ob er quasi Amateure dazu animiert, sich selbst zu rekrutieren und anzuschließen. Das hängt von den lokalen Gegebenheiten und den Möglichkeiten ab. Der Merksatz dazu ist relativ einfach. Terrorgruppen machen das, was sie hinkriegen. Und das bestimmt, wo sie wann, mit wem und in welchem Modus zuschlagen. Wenn ich jetzt einfach sage, ich fühle mich dadurch inspiriert und ich laufe Amok, bin ich dann auch IS-Attentäterin? Ja, das kann vorkommen, das hat es auch schon gegeben. Der IS hat vor einigen Jahren, übrigens Al-Qaida ganz genauso gesagt, wer in unserem Namen einen Terroranschlag begehen möchte, der kann das tun. Wir werden uns den auch zu eigen machen, wenn wir das Gefühl haben, du hast das richtige Ziel gewählt, das aus lauteren Motiven gemacht und du hast uns informiert darüber. Deswegen erleben wir das manchmal, dass Attentäter vorher zum Beispiel eine Videobotschaft aufnehmen, wo sie den Treueeid schwören auf den Anführer des IS und sagen, ich werde jetzt einen Anschlag begehen in eurem Namen. Und dann macht der IS sich das in der zu eigen, ja, das ist ein Modell. Und jetzt haben wir in der aktuellen Situation mit Moskau den Fall, dass der IS eben den Anschlag für sich reklamiert und gleichzeitig ist es aber, sagen zumindest westliche ExpertInnen, der Ableger ISPK. Also warum denn? Genau, also jetzt muss ich einmal kurz erklären, der IS funktioniert im Grunde von der Struktur her wie ein Konzern. Es gibt eine Zentrale, die IS-Zentrale, die lokalisiert ist in Syrien, in der Theorie, also dort sozusagen laufen die Fäden zusammen. Und es gibt ein Netzwerk von Filialen, das über die Welt verteilt ist. Die IS-Zentrale ist tatsächlich seit 2019 weitgehend aus dem Spiel genommen, was internationale Anschläge angeht. Aber der IS in Afghanistan, ISPK,
befindet sich im Aufwind seit einigen Jahren und ist, das haben sie mehrfach schon unter Beweis gestellt, nicht nur interessiert daran, Anschläge auch an weit entfernten Orten, auch in Deutschland auszuführen, sondern auch dazu in der Lage. Und in diesem besonderen Fall hat das Bekennerschreiben, das der IS veröffentlicht hat, die Zentrale veröffentlicht. Dort steht nichts von ISPK, da steht nur der IS. Aber durchgeführt, geplant, hat diesen Anschlag ganz offensichtlich mit ziemlich großer Sicherheit die Zentrale in Afghanistan. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erklären, wie das Ganze dann in der Praxis funktioniert? Also wie operiert zum Beispiel der ISPK in Deutschland? Wie rekrutiert er seine Anhänger? Wir haben mehrere Fälle erlebt in Deutschland, wo wir das nachzeichnen können mittlerweile. Es gab einen Fall, wo sich ein Minderjähriger in Norddeutschland selber aus eigener Motivation über Telegram quasi dem IS angeboten hat. Er hatte selber einen zentralasiatischen Hintergrund, hat auf Russisch kommuniziert, seine Bereitschaft zu erkennen gegeben und ist daraufhin identifiziert worden von, man könnte das Online-Detektiven, Online-Spähern, Online-Rekruteuren des ISPK nennen. Die haben den quasi erkannt und dann an sich gebunden und haben gesagt, du formst jetzt eine Zelle in Deutschland, du suchst dir weitere Mitstreiter und dann könnt ihr Anschläge planen. Das ist ein Modell. Wir haben aber auch erlebt, dass in Deutschland ISPK-Attentäter gefasst worden sind, die sich als Flüchtlinge ausgegeben haben und mit hunderttausenden Flüchtlingen aus der Ukraine gemeinsam nach Deutschland gekommen sind und dann gesagt haben, sie seien Studenten gewesen an der Universität in Kiew und seien quasi vor dem Krieg geflohen und sind aber in Wahrheit eingeschleust worden als Terroristen. Und wie entdeckt man die? Also wie nimmt man das raus? Das ist eben die große Schwierigkeit und die große Kunst, weil man kann ja auch andersrum fragen, wodurch fallen die denn auf? Und wenn sie wirklich Anschläge planen oder wenn sie sich im Internet radikal äußern, andere anwerben, dann muss man eben versuchen, diese Spuren zu finden rechtzeitig. Das ist die Aufgabe in Deutschland vom Verfassungsschutz vor allem. Und der steht jetzt eben vor der Herausforderung, dass er gucken muss, junge Menschen mit zentralasiatischem Hintergrund und Ansätzen einer Radikalisierungsgeschichte. Kann ich die finden? Kann ich die identifizieren? Wenn ich welche finde, mit wem reden die? Mit wem stehen die in Kontakt? Das ist die eine Schiene. Die zweite Schiene, das muss man in aller Offenheit und Deutlichkeit so sagen, ist die Hilfe der US-amerikanischen Nachrichtendienste, die viel besser aufgestellt sind als die deutschen und die mit der Fähigkeit, in ganz großem Maßstab global abzuhören, oft Spuren finden, die auch für Deutschland relevant sind und dann den entscheidenden Hinweis geben. Aber sag mal, wenn jetzt eben so ein junger Typ sich beim IS meldet und sagt, ich würde das gerne hier in Deutschland organisieren, der hat ja wahrscheinlich auch keine Ahnung, wie man sowas macht und sich selbst, ne? Also dass man da nicht auffliegt sofort, kriegen die dann direkte Anweisungen, alles über Telegram? Ja, früher ist man zu dem Zweck, also ganz früher, vor dem 11. September, da ist man zu solchen Zwecken ausgereist und hat einen dreimonatigen Lehrgang gemacht bei Al-Qaida in Afghanistan und hat da richtig Terror gelernt. Das geht nicht mehr, das ist nicht so einfach, insbesondere in Afghanistan kaum noch möglich. Deswegen wird das online geschult und unterrichtet. Es gibt Anleitungen quasi im YouTube-Format, ne? Also wie baue ich eine Bombe? Welche Chemikalien brauche ich? Was muss ich bestellen? Was für Dünger zum Beispiel, damit ich an diese Chemikalien komme, ohne dass es sofort auffällt? Das sind so Tricks, die man da lernt. Und das geht bis zu einer 24 Stunden rund um Digitalbetreuung bei der Anschlagsdurchführung. Ja. Allein in den letzten 5 Jahren sollen laut ErmittlerInnen hier eben ISPK-Anhänger 20 Anschläge auf Europa geplant haben. Wie ist es den Behörden denn gelungen, die alle zu vereiteln? Und wie viele haben sie möglicherweise noch nicht entdeckt? Ja, also die meisten Fälle, die ich kenne, sind aufgeflogen letztlich mit Hilfe der amerikanischen Nachrichtendienste. Und ich bin überzeugt davon, dass es auch einige Netzwerke gibt, die während wir hier reden, sich mit Anschlagsvorbereitungen beschäftigen. Der Pool an möglichen Rekruten von ISPK ist europaweit gesehen tatsächlich sehr, sehr groß. Also da darf man sich keine Illusionen machen. Was so ein bisschen uns hilft, ist, dass die meisten von denen keine einschlägige Erfahrung haben, entweder als Soldaten, Krämpfer oder Terroristen. Weil sie eben dieses Coaching in dem Sinne gar nicht erst hatten. Anders als bei der Welle zwischen 2014 und 2019, als IS-Freiwillige in Syrien tatsächlich auch das Terrorhandwerk, nenne ich es mal, lernen konnten vor Ort, ist es jetzt eben nicht mehr möglich. Das heißt, viele dieser Anschläge scheitern letzten Endes auch, weil die sich zu ungeschickt anstellen und dann eben doch Spuren machen, auffallen
und eben nicht gut ausgebildet sind, auch in geheimer Kommunikation und so. Obwohl jetzt der Haupt-IS, sage ich mal, geschwächt ist, sagt die Bundesregierung ja auch, gerade sei die Terrorgefahr akut hier. Warum ist sie denn derzeit besonders hoch? Zum einen muss man das ernst nehmen, wenn Terrorgruppen ihre Propaganda hochfahren. Das hat ISPK in den letzten Monaten massiv getan. Nicht erst nach dem Beginn des Gaza-Krieges, aber auch nochmal angefeuert dadurch. Es gibt ganz eindeutige Aufrufe. Ich habe mir die alle jetzt nochmal angeguckt in den letzten Wochen. Die haben zum Beispiel ein Online-Magazin, das sie auch auf Englisch verbreiten, mit dem Ziel, Leute hier zu erreichen, die dann vielleicht Anschläge begehen wollen, wo ganz klar drin steht, jeder ist ein Ziel, alles ist ein Ziel in den westlichen Ländern. Soldaten, Zivilisten, Kirchen, Synagogen, Schulen letztlich, alles. Es gibt auch keine Unterscheidung zwischen Zivilisten, Männern, Frauen, Kindern und so weiter. Alles ist ein Ziel. Und immer, das wissen wir aus historischen Erfahrungen, immer wenn Terrorgruppen wie Al-Qaida oder der IS auf die Art und Weise Propaganda rausfeuern, dann wollen die, dass Leute auf diesen Zug aufspringen. Und das funktioniert leider auch. Irgendjemand versucht es immer. Das heißt, das Potenzial an Attentätern wird durch so etwas gesteigert. Es entwickelt sich so eine Art Wettbewerb. Wer ist der Erste? Wer schafft es? Wer kriegt was hin? Und deswegen ist diese Sorge absolut berechtigt im Moment. Und diese Propaganda-Videos, muss man sich die auch mittlerweile relativ professionell vorstellen? Also, oder wie ja, die Medienstelle des ISPK ist dabei, sich zu professionalisieren. Sie ist noch nicht qualitativ da, wo der IS in Syrien eine Zeit lang war. Das heißt, Videos machen die gar nicht so viel, aber die haben eben dieses Online-Magazin zum Beispiel, das ist schon sehr Hochglanz, sag ich jetzt mal. Da sind halt Fotomontagen drin von IS-Kämpfern, die in so einer Heldenoptik dargestellt werden. Da sind Statistiken von erfolgreichen Anschlägen drin. Das sieht aus wie so ein Scoreboard von einem Computergame. Das heißt, die sprechen schon eine Bildsprache, die ganz klar gemünzt ist, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, auf Leute zwischen 17 und 27. Männer vor allem. Ja, genau. Die das Gefühl haben sollen, hier könnt ihr zu Helden werden. Das kann euer Spiel sein, sozusagen, das ihr in der Realität spielen könnt. Werden wir noch konkret jetzt in Deutschland stehen ja die Europameisterschaften an, schon bald. Sind wir denn gewappnet in den Sicherheitsmaßnahmen für so ein Event? Ja, also so ein Event ist immer ein gewisses Sicherheitsrisiko. Ich glaube, dass wir einigermaßen gut gewappnet sind, weil ich weiß, dass aus zahlreichen Gesprächen, dass die deutschen Sicherheitsbehörden diese Gefahr natürlich kennen, die sind sich dessen bewusst. Und die Europameisterschaft ist, glaube ich, in der Theorie auf jeden Fall ein Ziel für Gruppen wie der ISPK, einfach weil die ganze Welt hinguckt. Ich glaube, dass man nicht vergessen darf, der Grund, warum es Terrorismus gibt, ist, dass Terrorismus einfach ist. Es ist schwer zu verhindern. Oder es gibt einen ganz alten Terroristenspruch, der immer noch gültig ist. Ihr als Sicherheitsbehörden müsst jedes Mal Glück haben, wir müssen nur einmal Glück haben. Und das ist sozusagen die Gleichung, die man da im Hinterkopf behalten muss. Ich glaube, wir sind relativ gut aufgestellt, aber absolute Sicherheit gibt es nicht. Im Unterschied dazu, Frankreich hat ja die Olympiade dann im Juli. Macron hat sofort nach dem Anschlag in Moskau die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen. Das haben wir hier jetzt nicht getan. Wie unterscheiden wir uns da in den Präventiven? Ja, da ist immer auch ein bisschen Schaumschlägerei dabei bei den Franzosen, wenn die mit ihren Sicherheitsstufen hochgehen. Was das am Ende wirklich konkret heißt, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die jetzt wachsamer sind, als wir das hier sind. Wir haben nicht dasselbe System wie die Franzosen oder die Briten mit so Farbcodes und Stufe 4 und 5 und so. Das haben wir in der Form nicht. Ich weiß, dass die Deutschen Behörden sehr genau hingucken. Ich weiß, dass die Franzosen auch sehr genau hingucken. Ich glaube, beide Veranstaltungen sind theoretisch bedroht. Ich glaube, wir brauchen einfach Glück, heile durch diesen Sommer zu kommen. Ich hätte jetzt die These, dass es strategisch schon fast einfacher wäre für Terroristen zu sagen, wir konzentrieren uns nicht auf Großevents, sondern nehmen zum Beispiel den Hermannplatz zur Stoßzeit, einen U-Bahnhof, wo sich immer sehr, sehr viele Menschen aufhalten. Und du hast es ja schon gesagt, da brauchen sie nur einmal Glück zu haben. Ist da das Risiko generell im Alltag was höher? Deine These gefällt mir. Die wird auch manchmal von Terroristen selbst diskutiert. Wären wir nicht viel besser beraten, wenn wir ein Ziel angreifen, das die gar nicht im Blick haben. Ja. Und was dagegen spricht, ist, dass Terroristen, insbesondere islamistische Terroristen, wahnsinnig stark in Bildern denken. Die wollen das Top-Event treffen. Die wollen das Event, wo alle Kameras drauf gerichtet sind. Es gab mal eine Diskussion über Anschläge in der U-Bahn, wo ein Al-Qaida-Führer gesagt hat, so einen Blödsinn habe ich noch nie gehört. Da gibt's keine Bilder.
in den Tunneln, selbst wenn wir die komplette U-Bahn in die Luft sprengen. So wichtig sind Bilder und deswegen gibt es eben diesen Magnetismus von Großveranstaltungen. Aber du hast insofern recht, als dass wir natürlich überhaupt nicht ausschließen können, dass während der EM jemand mit einem Küchenmesser auf einer Fanmeile zum Beispiel meint, das ist das Einzige, was ich hinkriegen kann, also mache ich das. Die Bandbreite ist wirklich groß, mit der wir das hier zu tun haben an theoretischen Szenarien. Was mich doch noch interessiert, wir haben über die akute Gefahr gesprochen, Indikator dafür ist eben mehr Propaganda. Was muss denn passieren, vielleicht eben auch geopolitisch, damit diese akute Gefahr wieder etwas zurückgeht? Ja, ich zögere deshalb, weil das ist natürlich die entscheidende Frage und zugleich die so schwierig zu beantworten ist wie keine andere. Denn die Motivation von Terrorgruppen wie dem IS global betrachtet speist sich ja nie nur aus einem Problem, das man wie einen Wasserhahn abdrehen könnte, sondern wenn man das Fernziel des IS in den Blick nimmt, ein globales Kalifat, also im Grunde die Weltherrschaft der Dschihadisten, ja, dann sind sie nie zufrieden, solange sie das nicht erreichen. Und alles, was ihnen auf dem Weg dahin hilft, nehmen sie mit. Und wie soll man sie davon abhalten, das zu glauben? Das ist dann eben die entscheidende Frage. Und ich glaube, wir haben gar nicht die Möglichkeit, von hier auf das ideologisch verstrahlte Denken von, wir reden hier schon über zehntausende Leute, Einfluss zu nehmen. Das geht langfristig nur in den Herkunftsländern der meisten dieser möglichen Attentäter selbst, indem man ihnen das Gefühl gibt, es gibt etwas Sinnvolleres, das du mit deinem Leben anstellen kannst, als es als Terrorist zu verschwenden. Insofern hat es viel mit wirtschaftlichen Bedingungen zu tun, mit politischen Freiheiten. Aber das können wir von hier aus nicht einfach lösen und schon gar nicht auf Knopfdruck. Nee, genau. Das ist ein langer Prozess. Und eben das Fazit, höre ich dann raus, kann nur sein, man muss ein bisschen darauf setzen und hoffen, dass man nicht zur falschen Zeit am falschen Ort ist und trotzdem das Leben einfach weiterleben, oder? Oder ja. Gibt's irgendwas, was du empfiehlst zu tun? Ich empfehle immer nur, sich nicht bange machen zu lassen. Ja. Also es ist immer noch so, dass die statistische Wahrscheinlichkeit, durch einen Terroranschlag ernsthaft verletzt oder getötet zu werden, selbst in Zeiten wie diesen sehr, 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 sehr gering ist. Deshalb wünsche ich uns allen eine schöne EM und schöne Olympische Spiele. Ja, das wünsche ich uns auch. Vielen, vielen Dank, lieber Yassin. Sehr gerne. Das war sehr interessant. Dankeschön. Bei Krieg und Terror verzichten wir jeweils auf unsere Satire-Rubrik zum Ende. Den Aufränger der Woche gibt's dann nächste Woche aber wieder. Und das war's von uns. Schreibt uns doch, was euch politisch bewegt und wie ihr unsere Sendung findet an woche@zeit.de. Und folgt uns gern auf Spotify oder YouTube und Apple. Wir sind ja auch ein Videopodcast. Egal auf welcher Plattform, ein konstruktiver Kommentar, ein Like und eine gute Bewertung helfen uns und freuen uns sehr. Vielen Dank und bis nächsten Donnerstag.